in den Flachbau nochmal in die andere Richtung laufen. Ui, yum, yum, Waschbär. Toll. Die Geschäftsräume. Berühmt. Wir haben hier einen Berg voller Unterlagen. Und was nicht alles hier noch rumliegt. Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wo sind wir heute? Wir sind wahrscheinlich an einem der schrecklichsten Tiermastanlagen Deutschlands heute. Mittlerweile in Lost Place, alles Hals über Kopf verlassen worden. Wir werden uns da heute mal ein bisschen umschauen. Wir sind natürlich nicht in Berlin, sage ich jetzt einfach mal so. Wir sind in Sachsen-Anhalt und genannt wird im Sprachgebrauch das Schweinehochhaus. Jedem sollte es vielleicht in irgendeiner Weise bekannt sein. Wenn nicht, setze ich zum Schluss noch einen Link über die Skandale mit in die Videobeschreibung. Aber wir starten erstmal und auf geht's. Wie man sieht, alles so ein bisschen liegen gelassen. Über Knopf und Knopfstück natürlich schon wieder. Keller am Rauch. Ich mach mal an. Ja. Rein geht's in die Höhle hier. Ah, da drüben schon mal die ersten Ställe zu sehen. Stinken tut's natürlich auch schon. Hier haben wir rein in so einen Gitterbereich hier. Hier überall zu sehen, links und rechts, hier hauptsächlich die Fressboxen, auf der anderen Seite sieht man da, wo die Exkremente oder wir nennen es einfach mal die Scheiße runtergefallen ist und sich gesammelt wurde. Hinten natürlich wieder Schacht offen, übersteigen, mal reingucken, ob es eine Lüftung ist, gute Frage. Ja, gut, okay, also man sieht schon, auf ganz, ganz bescheidenem Niveau hier gehalten worden. So, eine Etage hoch, wie man hört. Knickt und knirscht, Fenster hier fast rausgerissen. Naja, hier rein, zweite Etage. Oh, hier ist der Schrank noch unerträglicher mittlerweile. Deswegen habe ich auch heute trotz Temperaturen, sommerlichen Temperaturen, lange Hose an. Oh, hier ist wirklich. Hier ist beide Seiten, so mit kleinen Futterboxen. Wie man sieht, beidseitig, nicht nur in der Mitte, begehbar. Ich will nicht wissen, wie viele Tiere hier unwürdig gehalten wurden. Ja, mal gucken, ob wir es irgendwie ein bisschen raufkriegen. Hier hinter dem Futtertrog sieht man noch so halbwegs, ich sag mal, bisschen von der Scheiße. Die Schweine stammen Tag und Nacht in ihrer Scheiße. Ganz einfach. Drücken wir es einfach mal so aus. Und mittlerweile gammelt das Haus einfach vor sich hin. Das war jetzt auf jeden Fall die zweite Etage. Mal gucken, wird bestimmt noch ekelhafter von Etage zu Etage. Das, was alles hier runterhält, ist wahrscheinlich alles mal zum Füttern für die Tiere gewesen.
einfach eine Leitung oben angelegt, alles automatisch. Naja, gut. Unterstes Niveau, ganz unten. Überall so kleine Räume mit Chemikalien und keine Ahnung was für Mittel. Auf jeden Fall einfach mal stehen gelassen. Toxisch, natürlich, klar. Weil ja auch nicht damit passiert, ne? Ja, klar. Omegas dann, ja. Hier überall steht es an den Hünden da, was hier überall steht, was das alles mal war. Ja, klar, mach ich. Natürlich, lass ich einfach stehen. Hui, hier wird es ja noch perverser schon vom Gestank her. Meine Güte, ey. Ja, Etage für Etage. Umso höher wir kommen, umso mehr ist der Gestank. Hier drüben noch so ein Futtermittelcontainer. Oh, das sieht aus wie für die kleinen Schweine. Oh, hier sieht es natürlich richtig bestialisch aus. Alles stimmt. Hier wirklich wie die Pest. Wahrscheinlich wirklich alles für ganz kleine Schweine hier, weil die Zäune außenrum halt nicht hoch sind. Hier werden sie wohl kein 250 Kilo Schwein gehalten haben auf den Seiten. Oh Mann, weiter geht's. Na, da drüben sieht man es noch ganz genau. Gammelt halt alles vor sich hin. Na, hier drüben genau mit Gewicht, wie viel Fressen sie bekommen sollten. Und also wirklich einfach nur ekelhaft und pervers, was sie hier abgezogen haben. Hier unten schon gerissen. Das ist wirklich einfach die Scheiße, die da gerissen ist. Im Boden unten drin. Hier gammelt alles vor sich hin schon. Das Ding steht noch nicht mal lange leer. Aber wie gesagt, Eigentümer von jetzt auf gleich abgehauen, alles zurückgelassen. Die Tiere teilweise über Notschlachtung sind sie erlöst worden von ihren Qualen. So, nochmal eine Etage höher. Wie man sieht, mittlerweile Einzelboxen für die Mastanlage, sage ich jetzt einfach mal so, für die Massentierhaltung. Ja, wenn ich euch jetzt jede Etage zeigen würde, würdet ihr wahrscheinlich vom Glauben abfallen, was hier los gewesen sein muss. Wir werden mal noch eine Etage höher gehen. Ja, fast ganz oben. Ja, kommt natürlich wieder die provokanten Sprüche. Aber gut, okay. Hier sieht es aus, als wären die Schweine bis hier vorne lang gelaufen. Hier machen wir nochmal weiter, einfach mal hier rein. Ja, alles kleine Futterboxen. Oh Mann, ey. Wieder Einzelboxen, wo sie drin standen. Überall. Wie gesagt, wir sind jetzt mittlerweile, ich glaube, eine Etage höher jetzt noch. Und Big Baker, Flight Trap, okay. Is that no killing Insekten? Ah, okay. Ja, das kann halt, werden wohl nicht nur die Insekten gewesen sein, die hier drin gewesen sind. Wahrscheinlich noch ganz andere Sachen. Mittlerweile fast jedes Fenster hier offen. Dadurch geht es vom Gestank her. Aber hier unten sieht man jetzt einfach mal da überall, wie, ich sag's wirklich einfach so, die Scheiße, die einem bis zum Hals steht. Ja,
Ja, okay, ein Außenbecken noch zu sehen. Und hinten noch ein kleiner flacher Anbau. Sieht eigentlich relativ neu aus, aber naja, wahrscheinlich mal Verwaltungsgebäude gewesen. Ja, Dachboden haben wir ja auch noch. Oder ein Dach, weil es ja ein Flachbau. Mal gucken, einfach raufkommen. Ui, der Radzugplatz ist schon locker. Wie zu hören war. Ja, kommen wir. Tür ist offen. Na, hier oben alles an Futter drin noch. Und alle aber eine große Spirale aus dem so einem Riesennapf. Einfach mal wurde verteilt und gemischt. Und dann einfach alles vollautomatisch hier gewesen. Ja, gut, okay. Ja, Aufstieg aufs Dach, wie man sieht. Ja, auf dem Dach angekommen. Und ja, wie man mitkriegt, heute extrem windig. Wie man sieht, das Teil steht eigentlich fast im Nirgendwo. Und ja, hier und da mal ein Bauer, aber einfach einzeln steht die Hütte. So, vom Dach wieder runter. Keller hatten wir vorhin noch gesehen. Wenn wir nochmal reingucken, schauen, was da noch ist. Dann zeige ich euch noch ein bisschen das Gelände links und rechts. Den kleinen Flachbau. Mal schauen. Das will ich eigentlich nicht unbedingt rein. Zwecks Unterlagen, Datenschutz. Aber na, mal schauen. Auf jeden Fall erstmal in den Keller. Treppe zum Keller angekommen. Runter jetzt. Gucken, ob wir noch so schön mitfinden. Das Haus ist halt so aufgebaut wie ein Standard Kura, ja. Oh, okay. So war die Hausmeister oder so. Würde ich sagen, was wir hier noch haben. Überall liegen Kabel auf dem Boden. Überall steht dran, betreten verboten. Futter überall. Oh Gott, okay. Fahrstuhlschacht, der nach oben führt. Gesehen habe ich ihn jetzt noch nicht. Auf jeden Fall ohne ein Futter. Hier, was hier überall rumliegt. Ui, so haben wir eine Waschmaschine und ein paar Schränke. Meine Güte, hier unten sieht es ja noch ganz manierlich aus. Mann, da hängen sogar mal Socken auf der Leine. Ja. Ein Kittel. Duschen. Ja, sind noch fast intakt. Meine Güte, fehlt schon. Wäscheständer, Waschbecken. Okay, noch mehr Umkleide. Ja, hier kommen dann die ersten Zeitschriften aus den Jahren. Gesundheitsprotokoll, okay. Ja, so weit gab es hier auch, okay. Dann da nochmal Männerumkleider, wie ihr eben gelesen. Hier drüben auch nochmal. Duschen. Oh, hier ist ja noch eine Dusche dran. Und der Desinfektionsspender. Was ist denn hier los? Ah, wie gesagt, so, als wären sie fast gerade gestern ausgezogen. Immer noch da, wo wir reingekommen sind, einfach mal kurz lang. Ja, wie gesagt, überall Unterlagen. Die Geschäftsräume. Büro. Wieder ein Berg voller Unterlagen, Akten und was nicht alles hier noch rumliegt. Oh Mann, ey. Ja, wie gesagt, Hals über Kopf verschollen. Mal gucken. Wir mal in den nächsten Raum hier rein. Wahrscheinlich mal Umkleide vom Chef gewesen. Wenn ich jetzt mal hier nach alles noch passiert ist oder dazwischen schon.
wie gesagt, hier auch nochmal haufenweise Unterlagen, Schreibtische, selbst ein Computer steht noch hier. Oh Mann, ey. Ach du Heiliger, dann sagen wir es einfach mal so. Wo wir reingekommen sind, ist mir vorhin gar nicht so aufgefallen. Wie man auch schon ja Chemikalien im Eingangsbereich. Hier nochmal. Hier liegt gar nicht so viel an Chemikalien rum. Da unten noch ein bisschen. Aber wie gesagt, wird eher Anlieferung Futter und Anlieferung Tiere gewesen sein. Wir haben mitgekriegt, sehr windig mittlerweile geworden. Hier unten sind Drucker noch draußen. Wurde halt alles schon ordentlich zerdeppert. Hier drüben noch ein kleiner Flachbaum. Ich würde sagen, gehört mittlerweile nicht mehr ganz so dazu, weil alle Fenster noch intakt. Hier drüben geht es noch weiter, hier hinten. Da kann ich mal kurz reingucken. Ah, doch, hier drüben auch. Überall noch Schweine, wahrscheinlich mit Waage und was hier nicht alles noch ist. Machen wir mal Licht an. Gucken, was da hinten mal an. Ah, machen wir eine Etage mit. Boah, hier stinkt das auch. Oh, hier kommt ein Duft raus. Meine Güte. Nochmal einen kleinen Blick in den Flachbau, wo ich eben draußen stand. Überall nochmal überall Futter, Mittel, Troge, ach wie auch immer. Du wisst schon, was ich meine. Nochmal ein ganzer Block. Aber sehr freilaufend hier alles. Entweder angeleint oder halt zu schwach zum Bewegen. Am Ende nochmal angekommen hier. Warnung vor dem Hund. Okay, hier war auf jeden Fall dann mal ein Hund. Und Ersatzplatten für, ich sag's einfach so, für die Scheiße. Ja, in dem Flachbau nochmal in die andere Richtung laufen. Ui, yummy, yummy. Waschbär. Toll. Lecker. Zum Ende langsam. Wahrscheinlich letzten Meter, was ich euch präsentieren oder zeigen kann, präsentieren. Das ist ja nicht. Eigentlich ist es mehr eine Schande mit Haus. Hinten am Ende angekommen. Und wie man sieht, alles außen zugewuchert. Hier drüben nochmal rein. Gucken wir da noch. Sieht es nicht anders aus, gleich wie bisher auch. Raus aus dem kleinen Flachbau, ja, langsam zum Auto wieder. Das war dann auf jeden Fall erstmal so der erste Einblick und wahrscheinlich letzter Einblick, den ich euch hier in dem Schweinehaus gegeben habe, weil ich hätte das definitiv nicht unterstützen, was hier vorgefallen ist. Und eigentlich ist das Schlimmste, was man machen kann, zu zeigen, was hier wahrscheinlich mal passiert ist. Mittlerweile hier draußen stehen noch so vor einem Teilstück von dem Schweinehochhaus, wo ich jetzt das Video langsam beende. Habt ihr gesehen, mal so einen Einblick bekommen, was, wie, unter welchen Bedingungen hier eine Mastanlage betrieben wurde. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt langsam nach Hause langsam zum Ende kommen. Und wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an alle neuen Abonnenten, bestehenden Abonnenten, alle die, die es noch werden wollen, die sich das Video jetzt vielleicht angeschaut haben, an Bianca, wie immer, die draußen im Auto sitzt und gewartet hat,
die mir in der Hinsicht wieder den Rücken frei hält, mir Bescheid gibt, wenn irgendwas ist. An meine Kollegen, vielen Dank, dass ihr mittlerweile so zahlreich vertreten seid, euch die Videos anguckt. Vielen, vielen Dank dafür. An alle anderen Zuschauer, die ebenfalls einfach vorbei zappen oder gucken, schauen, lasst gerne, wie immer, ein Abo da, ein Däumchen, gefällt mir natürlich auch. Wie gesagt, dann bis zum nächsten und ciao. Wir spielen dieses Leben.